Leute, und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das ist was ganz Interessantes, nämlich hier Topps Chrome McDonald's All-American Games. Da sind zwei Raywave Refractor Parallels drin und das ist natürlich Basketball, und da bin ich mal sehr gespannt, weil da kann natürlich auch ein paar Talente dabei sein, die man gerne mitnimmt. Also wir schauen mal rein in den Lachs. Nicht zu vergessen war ein Geschenk der lieben Verwandtschaft aus Freiburg. Da freuen wir uns natürlich doppelt. Deswegen, diese Box kann nicht brechen, egal was da drin ist. Wir freuen uns auf jeden Fall. Danke nochmal. So, wir gehen rein ins erste Pack. Dann haben wir Ernest Udi, Derek Lively. Den haben wir ja schon auf der One-of-One mal gezogen. Müsste auch mal zurückkommen. Livingston. Und dann haben wir noch Julian Phillips. Zweites Pack. Dann haben wir Grace van Sloten. Unsere Frau noch dabei. India Nivar. Dann nochmal Derek Lively. Wir machen die Collection für ihn auf. Ist das das Raywave? Und dann nochmal Chris Livingston. Talessia Cooper. Jairus Walker. Dylan Mitchell. KK Bransford. Und, ne, das sind die Ray Wave. Und da haben wir Grady Dick. Der wurde ja gerade gedraftet. Und zwar nicht zu niedrig. Grady Dick ist eine coole Karte. Vor allem noch in hier diesem, was auch immer, was jetzt hier. Ray Wave Refractor. Geil. Hat auch einen Namen für die Ewigkeit. Ein Grady Dick Rainbow, kurz davor. JJ Starling. Alan Bona. Hat er was gewonnen, aber schaut ein bisschen ernster, Bri. Und dann haben wir noch Chance Gray. So, dann haben wir Gabriella Jacques. Okay. Amari Bailey. No Vanity? No? Okay. Future Stars. Ashlyn Watkins. Alright. Also im Frauenbasketball bin ich null drin. Izuni Brady. Okay. Und dann haben wir Janaya Barker. Kyla Oldacre. Dann haben wir nochmal Julian Phillips. Noch einen. Ja, Insert. Was haben wir hier? McDonald's All-American Game, The Girls. Alright. So, dann haben wir KK Bransford. Dann haben wir Powerade Jamfest. Okay, machen die da auch einen Slam Dunk Contest. Dann haben wir Whole Squad Ready, die Boys. Das sind aber coole Karten. Dann haben wir noch Adam Bona, hat man schon. Und jetzt hier Chris Livingston. Der ist auch gedraftet, wenn mich nicht alles täuscht. Muss man hier einblenden. Chris, what's up? Okay, da waren noch ein paar coole Karten dabei. Also ich glaube, der hier, der hat ja auch Potenzial, der Junge. Also okay, schöne Karten, schöne kleine Box. Kann man immer mitnehmen. Vielen Dank nochmal. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.